Guten Abend. Mein Name ist Jaroslav. Ich bin von ftmo.com und ich begrüße alle Teilnehmer des Webinars Grundlegende Chartanalyse. Können Sie mich bitte alle gut hören? Ich bitte um eine kurze Rückmeldung, dass alles klar ist, dass wir Sound und Bild haben. So, alles klar. Also soweit, so gut. Also ich habe die ersten Rückmeldungen, dass der Sound okay ist. Also ich hoffe, wir können langsam beginnen. So, also los geht's. Also noch einmal einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende hinter sich gehabt und jetzt also ganz gut erholt. Schwenken Ihre Gedanken wieder mal in Richtung Business. Freue mich, Sie zu begrüßen im Namen der ftmo.com. Also wir sind eine tschechische Gesellschaft, also eine Investitionsfirma, die eben nach seriösen Tradern sucht. Unsere Aufgabe ist eigentlich also profitable und stabile Trader zu suchen, denen wir ein Kapital zur Verfügung stellen. Also, wir sind dabei, einen internationalen Fonds aufzubauen, der eben auf Retail-Trader basiert ist. Dieser Fonds bietet dann ein diversifiziertes Portfolio für Investoren und hilft den Tradern auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Wie geht das eigentlich? Es ist eigentlich ganz einfach und transparent. Also die Suche erfolgt eben über ein kontrolliertes Demokonto. Wir nennen dieses Konto eine Herausforderung. Also die Trader müssen eigentlich traden, handeln, übereinstimmend mit unseren Objektiven, mit unseren Rules, um weiter aufzusteigen. Ja. Das heißt, also Sie haben dann für 30 Tage die Möglichkeit, mal ein Konto zu bearbeiten. Sie müssen sich an bestimmten Regeln halten. Und wenn Sie diese Herausforderung erfüllen, kommen Sie dann weiter in so eine Verifizierungsphase. Und zum Schluss dann ist für Sie ein Echtgeldkonto vorbereitet, von dem Sie dann 70% vom Profit bekommen. Dieses Konto kann bis zu 80.000 Euro groß sein. So, soweit also die Information über ftmo.com. Also mehr erfahren Sie dann auch von unserer Homepage. Und wir kommen mal zum Thema. Also ich hoffe, alles ist klar, alle hören mich. Also eventuell ein kurzes Feedback. Ich möchte vorausschicken, Sie können eigentlich im Laufe des Webinars jederzeit Fragen stellen. Sie haben dann einen Button auf unserer Homepage. Sie können jederzeit dann mal eine Frage aussenden und ich werde sie dann auch gleich beantworten. Idealerweise, wenn die Fragen themenbezogen sind, komme ich gleich auf sie zurück. Falls das etwas Allgemeines ist, dann können Sie das in aller Ruhe am Ende des Webinars dann stellen und wir kommen dann im Rahmen eines Resümees dazu. Ja? So, also geht's los. Was nenne ich eine grundlegende Chartanalyse? Also, es ist sozusagen ein Stand, wo die Chart, also wo Ihr Graph eigentlich ganz, ganz nackt und sauber ist und wo Sie einfach mal unbeeinflusst von der technischen Analyse oder von Fundamentals, also Sie können sich mal die Preisstruktur ansehen und Sie können sich dann mal auf gewisse Niveaus, Ebenen und Levels konzentrieren, die eben mal wichtig sind. Ja. Wir fangen eigentlich die Chart mal auf Weekly an. Das heißt, das Erste, was wir eröffnen dann, ich gebe jetzt mal dann sozusagen mal den Inhalt durch, ja, und dann öffnen wir dann mal eine richtige MT4 und wir gehen das dann alle gemeinsam mit Ihnen durch. So,
Also zuerst fangen wir dann mal wirklich an, ja, wir suchen die Ebenen oder die Niveaus oder Levels, wie Sie das nennen möchten, um Ihr Sprachgefühl nicht zu verletzen, mit den meisten Berührungspunkten. Ja. Und das bedeutet, also, es kann also Kerzen, also Abschluss sein, also Candle Close, es kann mal das Schwänzchen, das Spike, ja, also überall dort, also wo Sie sehen, dass der Preis sich irgendwie also mit dem bestimmten Level begegnet, wo es berührt. Ja. Das heißt, nachdem wir eben mal diese Ebenen auf einem wöchentlichen Graph aufzeichnen, zoomen wir sozusagen und wir schalten auf Daily um, also Tag auf tägliche, also auf den täglichen Zeitrahmen, wo wir die Horizontallinien eigentlich verfeinern, ja, eventuell einige weitere Ebenen, also weitere Linien auf verschiedenen Ebenen dazu ziehen, ja. Das heißt, so wird das verfeinert, so ändert sich die Struktur einfach in der höheren Auflösung. Und zum Schluss schalten wir auf 4 Stunden Graph, ja, wo wir dann schon mal einen Handeleinstieg überlegen, ja. Das heißt, diese Analyse, so wie ich es vorgestellt habe, ja, das heißt wöchentlich, täglich und dann zum Schluss runter auf 4 Stunden, das dient dazu, dass Sie dann auf 4 Stunden oder 1 Stunde Graph handeln können. Ja. Man kann das Ganze natürlich auch verschieben, falls Sie schnellere Zeitrahmen bevorzugen, falls Sie skaten und so weiter, dann natürlich fangen Sie dann später an, ja, und das Ganze bezieht sich. Aber bleiben wir mal dabei, also es ist ganz schön sichtbar, weil eigentlich ein höherer Zeitrahmen ist immer mehr aussagekräftig, ja, definitiv, bin ich davon überzeugt. So, also, soweit so gut, also ich schalte jetzt mal um auf NT4, ja, und wir starten einfach so, wie ich das aufgebaut habe. So, los geht's los. Am Schalten, wo habe ich das? So. So. Deine Zwischenfrage, können Sie mich bitte alle gut hören? Ist alles klar? Falls Sie Fragen haben, bitte, also zögern Sie nicht. Stellen Sie die Fragen, ich werde mich dann gleich zurückmelden. So, also, ich habe hier dann mal ein Euro-USD, wöchentlich, drauf, eigentlich ganz aktuell. Sie sehen also, das ist mal so vom heutigen Tag, dann gleich auch gemacht. Ja, also, und ich suche jetzt mal, ich nehme jetzt mal eine Linie, ja, da oben auf der horizontalen Leiste. Und diese Linie schnappe ich mir und ich suche mal ein Level, das von meiner Sicht aus wichtig ist. Ja? Also die Metrik ist eigentlich die, dass sie eben die Punkte mit den häufigsten Berührungen suchen. Ja? Das bedeutet, es ist nicht nur also das Ende einer Kerze oder ein Schwänzchen oder Spike oder so, aber einfach die meisten Berührungspunkte. Ja? Dort, wo Sie sehen, dass der Markt aus irgendeinem, also welchem auch immer Grund, ja, stehen bleibt oder abspringt oder eben durchbricht oder wie auch immer. Ja? Das heißt, also ich schaue mir das mal an, also das gefällt mir hier gut, also das ist etwas, wo ich sehe, okay, da tut sich etwas, ja, auf alle Fälle, hier ist richtig, ja, das wäre mal meine erste Linie. Ich möchte noch mal dazu sagen, also wir fangen immer bei dem aktuellen Preis an, ja, das heißt, so haben wir dann am Freitag abgeschlossen und ich suche mir jetzt mal ein Intervall, eine Zone, so einen Bereich in einem Umfang von ca. 300 bis 500 Pips rund um den aktuellen Preis. Ja, das ist mal sozusagen meine Aussichten. Ja. Also das ist das, was eigentlich jetzt mal auf mich zukommt, wo sich der Markt dann entwickeln wird. Ja. Also mich interessiert natürlich nicht bei weitem, was sich am 11. Dezember 2016 getan hat. Ja. Aber ich möchte wissen, was hier rund um meinen aktuellen Preis
losgeht, ja. So, jetzt kommt eine Frage, ganz kurz nur. Also die Frage ist, ob ich dann eine technische Analyse von John Murphy unterrichte. Eigentlich nein, es ist eigentlich eine Kompilation von dem, was ich eigentlich in den ganzen 10 Jahren von meiner Trainingskarriere irgendwie eingesagt habe. Und dort, wo ich überlege, dass das eben mal wichtig ist. Ja? Also ich kann nicht sagen, das ist John Murphy. Also natürlich, es gibt viele Einflüsse und so weiter. Also es ist jetzt wie gesagt, es ist meine Erfahrung, es sind sicher also einige Inputs, die ich dann im Laufe meiner Karriere aufgenommen habe, meine Erfahrung, also ich beschäftige mich mit Trading seit mehr als 10 Jahren, also das ist eine Synthese von dem, ja. Das heißt, nennen Sie das bitte so, ja. Ich hoffe, die Frage ist so beantwortet. Ja? So, und wir fahren weiter, ja. Das heißt, diese Linie habe ich mal und jetzt suche ich dann weiter, ja. Also mit Ctrl-C, also mit Ctrl-Taste, werde ich mal die Linie kopieren. Ich schaue mal dann hier weiter. Was habe ich hier, ja. Ja, da habe ich auch einiges los, ja. Diesen habe ich dann 2. Vielleicht kann ich das mal vergrößern oder so, dass Sie das besser sehen, ja. Ja, Sie sehen, hier habe ich Close, Close, Body, Body. Ja, da habe ich einen Spike, ja. Vielleicht kann ich das nochmal an den Spike anpassen. So ist vielleicht besser, ja. Und wieder so zurück. So, und ich gehe dann weiter nach unten. So. Ja, das gefällt mir. Ah, da habe ich mal einiges auch los. Ja, immer links schauen, ja. Immer links schauen, was in der Vergangenheit passiert ist, ja. Wo sich der Preis aus irgendwelchem Grund hat, angestrebt hat, eine bestimmte Niveau durchzubrechen, ja, lange Zeit ist es nicht gelungen, dann hier schließlich rasant nach oben, ja, wieder zurück an Reversal und dann wieder hinauf, ja, und so weiter, also so auf diese Art arbeiten wir, ja. So, dann, wir schauen dann weiter nach unten, markieren und weiterziehen. Habe ich auch, zum Beispiel hier kann ich das machen, ja. Es ist auf alle Fälle sicher nicht auf dem Pip gemacht, ja. Also wir reden mehr über Bereiche, über Ranges, ja, und so weiter. Und wir werden dann sehen, wenn wir dann auf einen niedrigeren Zeitrahmen umschalten, dann ist alles klar, ja. Dann werden Sie sehen, wir können das verfeinern und noch feiner einstellen. So, also das ist mal das Mal und wir fahren weiter. Markieren und weiterziehen. So, da habe ich mal einen Spike gleich rechts, ja. Auch eine wichtige Ebene, wie ich dann, wenn ich nach links schaue, dann ist alles klar, da tut sich einiges, ja. Wir sehen hier zum Beispiel, ja, einen Versuch durchzubrechen, einmal, zweimal, dreimal, wieder zwei, und dann rasant nach oben, ja. Hier tut sich auch was, ja. Hier sehen Sie auch einen Spike, ja, einen Versuch zurückzukommen, abgeschlagen. Und hier da auch tue ich einiges, ja. 1, 2, 3, 4, 5, ja. So, jetzt schaue ich mal, jetzt bin ich 300 Pips nach unten und jetzt merke ich das gleiche nach oben, ja. So, also wieder mal markieren. Oh, was ist los, ja. So, lege ich mal eine Mal auf, ja. Mal hier. Auch wieder einmal zwei Spikes habe ich hier, ja, viermal Candle Close und Spikes nach oben, ja, jetzt tut sich auch was, dann vielleicht kann ich das machen. Noch mal weiter schauen, noch ein Stück. So. Ich mache das absichtlich online, ja, also es ist nichts vorbereitet, dass Sie auch mal Zeit haben zu überlegen, ja. Das ist so, dass das nicht so statisch ist. Ja. Sie können sich mal auch gleich dann zum Beispiel Ihre Charts irgendwo dann aufmalen und überlegen, wie Sie das sehen. So, so jetzt habe ich mal gerade einen Bereich gezeichnet in einem Ausmaß von 672 Pips, also
Soweit bin ich zufrieden, ja. Und jetzt geht's mal los und ich schalte mal auf Daily um. So. So, also wie Sie sehen, also hier kann ich das ein bisschen verfeinern, ja. Also um den Level genauer zu erwischen, ja, vielleicht kann ich mal dann mehr dann auf die Close, oder Fast Close und so, so. So ist das auch richtig. Und vielleicht finde ich auch eine weitere Ebene, die ich dazu machen kann. Ja? So, das ist sozusagen dieses Zoomen dient dazu, um das Feine zu machen. Ja? Ja, vielleicht kommt noch, vielleicht kann ich das noch hier mal, noch eine weitere Range hier, das ist ganz eng, ja. Auch gut zu hören. So, das ist sozusagen der zweite Schritt. Ja? Und jetzt zum Schluss können wir dann mal auf 4 Stunden umschalten. Meine Maus, so, 4 Stunden. So. Und wir machen weiter die Verfeinerung, ja, sodass das richtig sitzt. So, nach 4 Stunden finde ich vielleicht noch wieder eine Möglichkeit, was dazu zu machen. Ja, Sie sehen, da tut sich auch einiges, ja. Und immer wieder, ich suche die meisten Berührungspunkte auf der Ebene, ja. Also, hier sehen wir wieder eben Close, da sind 2 Spikes hier hinauf, Body, ein Spike, ja, hier ist Body, Spike, Body und so weiter, ja. Das heißt, es ist nicht so wie bei Trendlines, ja, dass man zum Beispiel nur Close macht oder wieder mal sozusagen nur den höchsten Punkt oder so, aber wirklich mal so einen Schnitt durch die häufigsten Berührungen, ja, sodass das wirklich, ja, das macht einen Sinn dann. Sie werden es dann gleich sehen. So, jetzt kann ich vielleicht ein bisschen anpassen, ja. Ja, das sind auch, wenn Sie links schauen, wichtige Momente, ja, wo sich der Markt wirklich so bewegt hat, ja. Und jetzt. Jetzt kann ich mal schon schauen, eigentlich, was ich mit dieser Information anfangen kann. Ja. Die Levels sind sozusagen für mich einen Wegweiser, wie ich dann sozusagen meine Trading-Strategie aufbauen kann in Zukunft. Ja. Es geht darum, dass ich immer bei jedem Trade muss ich mal überlegen. Ja. Ich muss überlegen, wie weit kann der Markt und in welche Richtung kann der Markt jetzt gehen, rechnet sich mal diese Aktion, dieses Trade oder rechnet sich nicht. Also ich muss immer wieder sehen, also ist das jetzt mal, wichtig ist mal sozusagen das Risiko, Risk-to-Reward-Ratio. Ja? Das ist immer mal sozusagen die grundlegende Überlegung, wenn Sie sich mal die Charts so nackt ansehen und bereits die Linien aufgezeichnet haben. Also wenn Sie konkret hier sehen, also das, was auf Sie zukommen kann, Sie sehen gerade, also Euro ist irgendwo, also in einem bärischen Trend, es geht sozusagen den Berg hinunter, ja, und ich schaue gerade hier, was eventuell ich dann mit dieser Information machen kann, also ich sehe gerade, ich bin gerade dabei, also diesen wichtigen Level entweder zu brechen und bis zu einem weiteren Level sozusagen zu senken, ja, oder eben ich kann eventuell auch mal dann abspringen, ja, und dort einfach einen Reversal machen, ja. Das heißt, das was hier mal, also nachdem ich über diesen Level bin, ja, dann kann ich mir vielleicht denken, okay, es könnte hinaufgehen. Also wenn ich mir jetzt mal, ich tue es ein bisschen aufmachen, also vergrößern, ja. Warte mal, vielleicht kann ich das noch reinmachen hier. Ja. So, ich bin jetzt eigentlich untereinander. So, okay, also diese Information sagt mir, also, dass der Markt eigentlich dann nach unten zeigt, ja.
Das würde bedeuten, wenn ich jetzt mal sozusagen einen Trade plane, da kann ich mal überlegen, gut, also das, was jetzt passieren kann, hier ist jetzt, dass ich mal einen tieferen Level teste. Das würde bedeuten hier, ja, ich würde mal dann eine kleine Linie zeichnen, ja. Das heißt, ich war, also, na, schlecht. Das wollte ich nicht, Moment. Nicht vertikal, weg damit. Sorry, ich wollte einfach mal diese Linie nehmen. So. Aber ich habe ja auch mal dann meine Line gelöscht. Also, ich entschuldige mich, ungeschickt. Ich mache mir die und ich mache das wieder mal zurück. So, und jetzt zeichnen wir. Und vielleicht kann ich das jetzt mal noch einmal dazu machen, wenn ich sehe gerade, dass da noch etwas ist. So, also zum Beispiel hier, also noch einmal. Phasenmarkt. Diese Linie erreicht. Ja. Ich kann mal überlegen, weil eben hier mal einen starken Absprung zu sehen ist, ja. Also da ist der Markt kräftig umgedreht, ja. Aber ich bin in einem absteigenden Trend. Also ich könnte zum Beispiel mal so überlegen, dass jetzt mal der Markt mal so nach oben geht, ja. Und dann wieder nach unten saust, ja. So. Und jetzt, okay. Okay, danke John. Ja, richtig. Also, irgendwie, ja, ich bin voll konzentriert auf die Materie und die elementarsten Windows-Tricks eigentlich fallen mir nicht ein. Also. Sorry, okay. Also, nochmal zurück zum Thema. Also, wenn ich mir das jetzt mal so ansehe, also ich spekuliere, ja, dass der Markt mal diese Linie, also diesen Level, diese Ebene noch einmal testet. Nachdem wir aber in einem Downtrend sind, abspringt, aber dieser Level wird ihn wieder halten, ja, und der wird dann nach, also der wird mal sozusagen dann den Abgang fortsetzen, ja. Also, weil ich eben hier sehe, da hat sich was getan, hier sehe, hat sich was getan, ja. Also, das ist so zum Mal meine Überlegung. Und jetzt kann ich mal überlegen, ja, ob sich mal eventuell diese Trade rechnen würde, ja. Weil eben, müsste ich sagen, gut, also was ist die Aussicht? Die Aussicht ist, was weiß ich, ungefähr 74 Pips, ja. Und wie ist mein Risiko? Ja, sehen Sie das an. Mein Risiko wäre eigentlich, hier könnte ich eigentlich noch eine Linie dazu machen. Meiner Meinung nach, ja, die ist noch vergessen. So, und mein Risiko wäre 28, ja. Das heißt, ich würde irgendwo hier, wenn sich hier eine Struktur bildet, rund um diesen Punkt, ja, die mir zeigt, dass das bärisch weitergeht, dann würde ich mal sozusagen den Trade einsteigen, in den Trade einsteigen mit einem Risiko 28 und die Aussicht 74. Ja. So ist das. Ja. Wie gesagt, also ich möchte nicht allzu sehr über Entries sprechen, ja, aber ich möchte nur betonen, dass diese Konstruktion, ja, diese einfache grafische Aufbereitung von ihren Graphen Ihnen sozusagen mal die Augen öffnet ein bisschen, ja, wo Sie dann unbeeinflusst von Indikatoren und von, ja, es gibt ja Unmengen an verschiedenen Trading-Strategien, ja, also Sie wissen ja, es gibt, was weiß ich, also Armoan-Morische Muster und es gibt Renko und es gibt Heiken-Ashi und es gibt tausende und abertausende Möglichkeiten, wie Sie sozusagen den Markt angehen, ja, es hängt auch von dem Zeitrahmen an, ja, also die scalpen auf meinem Minutengraph oder 5-Minuten-Graph, also die kümmern sich nicht allzu sehr um wöchentlich oder täglich und so weiter. Aber es gibt auch Swing-Trader, die einfach monatelang einen Trade halten. Ja. Deswegen
Wundern Sie sich nicht, dass wir dann eben bei den wöchentlichen Graf ganz nach hinten schauen, ja, was sich dann, was weiß ich, also ja, Monate zurückgetan hat. Ja, aber es kann sein, dass da irgendwas wartet, also wartende Befehle, irgendwas ist einfach los, ja, oder Fundamente oder etwas Wichtiges. Ja. Ich möchte fragen, soweit ist alles klar, ist noch zu diesem Thema noch etwas zu erklären? Wir können dann gerne noch eine weitere Chart öffnen und das mal noch einmal durchgehen, ja, wäre kein Problem, so dass Sie das besser behalten. So, also ich mache dann einfach zum Beispiel Pound Dollar oder sowas, zum Beispiel, ja, wir können wir dann aufmachen, ja, wir schalten wieder auf Weekly, ja. So. Wir verfeinern das etwas, ja, und so los geht's, ja. Also wir können dann wieder mal Linie schnappen und wir suchen schon, wir suchen, was los ist, ja. Ja, wieder meisten Berührungspunkte, ja, rund um den aktuellen Preis, Ausmaß 3 bis 400 Pips, und das wird sozusagen unsere Oberfläche für die nächsten, zumindest für die nächste Woche, ja. Das ist, Sie wissen ja, also ein Paar macht rund um 100 Pips am Tag, also sozusagen, also man soll sozusagen ungefähr so in diesem Ausmaß projizieren. Also viele Kollegen machen das einfach so, dass sie einfach einen Schlachtplan für eine Woche voraus machen. Ja? Also sie schauen sich dann sozusagen zuerst mal die Levels an, ja? Sie berechnen sich das von dieser Hinsicht aus. Und dann schauen Sie sich natürlich News und eventuell fundamentale Sachen aus oder was weiß ich, ja. Aber das ist, was ich gesagt habe, diese einfache Vorbereitung ist eine gute Basis für Sie und eine gute Übung, um das zu verstehen, was los ist, ja. So, also, wir werden weiter bei Pound Dollar zeichnen und ziehen. Ja, das gefällt mir hier, ja, da habe ich dann Spikes. Ja. Ja, soweit, glaube ich, ist gut, ja. Wieder. Zeichnen. So. Ja, weiter geht's. Ja. Diese Standalone-Spikes nicht zu unterschätzen, ja, das bedeutet immer etwas, ja, so entweder wirklich, also fundamental hat sich was getan oder eben wartende Befehle dort, also wartende Trades, die dort einfach mal ganz kräftig wieder mal sozusagen die Bulls haben, die werden dann wieder hinaufgejagt, ja, so wie es halt die ganze Zeit sich abspielt, ja. So, also, wie weit bin ich jetzt? Also, bin ich bereits 400 Pips nach unten, jetzt gehe ich schon mal nach oben schauen. So. Jetzt ist die Frage gekommen, unterscheiden Sie die Wichtigkeit der Linien? Ja, doch, ja. Also auf alle Fälle dort, wo sich das meiste tut, ja. Also wenn Sie dann irgendwo ein Level rund um 1,30 sehen, ja, da sehen Sie ganz, ganz gewaltig, was sich hier zum Beispiel abgespielt hat, ja. Sie sehen also einen Durchbruch, war aber ein falscher, ja. Wir gehen wieder hinauf, ja. Wieder mal ein Versuch, ja. Wieder ein falscher Durchbruch, ja. Und wir fahren wieder hinauf. Und dann jetzt mal ganz kräftig nach unten, bärisch. Und erst der dritte Versuch hat mal sozusagen diesen Level von 1,30 an unerwarteter Quelle durchgebrochen. Und Sie sehen, wie weit wir dann gekommen sind, ja. Also wir sind dann über 1000 Pips nach unten eigentlich, ja. Das heißt, diese Linien, diese Levels sind eindeutig, haben Wichtigkeit, ja. Und Sie sehen also, wo man sich dann wieder hinaufgerappelt hat, ja. Also bis, wie lange das gedauert hat, ja. Also bis zwischen, was weiß ich, irgendwie August, ja, 2016 bis zu April 2017, ja. Monatelang. Aber ich weiß, das war natürlich mit Brexit, glaube ich, war das der Absturz, ja, und so weiter. Also es ist nicht ganz üblich, ja. Aber trotzdem, ja. Sie sehen, also wir sind da zurückgekommen, ja, angeklopft, rasant nach unten, ja. Wieder mal 200 Pips locker, ja, oder mehr nach unten, ja. Also
500 Pizza und dann wieder kräftig nach oben, ein Versuch, Fahrt zurück, durch, Fahrt zurück und so weiter. Und das wieder was ist das fünfte Versuch. Beim fünften Versuch ist es gelungen, einfach nach unten, nach oben durchzuschlagen. Ja? Das heißt, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Level hier, ja, von meiner Sicht aus. Und wie Sie sehen, schön an diesem Beispiel, wo Sie das gerade ansprechen, also das, was oft passiert, ja, dass einfach die Resistenz, ja, zum Support wird, ja, also zu der Unterstützung, ja, weil Sie sehen ganz klar hier, ja, der Preis ist dann ganz kräftig, also wieder mal um einiges nach oben, 500 Pips, dann wieder aus welchem Grund auf immer, runtergezischt wieder mal an die 1,30, ja, und wieder 1, 2, 3, 4, nicht gelungen, ja, und ganz, ganz kräftig wieder hinauf, ja, das heißt, von meiner Warte aus, der Level 1, rund um 1,30, ja, und eben ein bisschen mehr da, ist eben für Pound, Dollar in diesem Moment und auch zurückblickend sehr wichtig, ja. Und Sie sehen, wir krabbeln gerade rund um diesen Bereich, ja. Das heißt, jetzt wird sich zeigen, schafft er das oder nicht, ja. Sie sehen, also wir sind dann, wenn wir auf Weekly schauen, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Wochen, also ziemlich eindeutig, also nach oben gezogen, ja, und jetzt mal ist eine Woche bärisch und engulfing, ja, das heißt, mal so die Kerze überdeckt mal die vorherige Kerze. Also jetzt ist, wird eigentlich ganz interessant sein, was mit Paaren passiert ist, ja. Und natürlich, also Sie wissen konkret eben bei diesem Paar, also Paaren, Großbritannien ist irgendwo mit Brexit, also es hat ihnen nicht geholfen natürlich, ja. Und jetzt wird natürlich die nächsten Tage, die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich der Pound tut, ja. Ja, also ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Natürlich gibt es wichtige Levels und weniger wichtige Levels, ja. So, also wir machen jetzt weiter, dass wir mal auf diesem Beispiel mal durchziehen, ja. Also markieren, schauen dann wieder mal nach oben. Ah, so, zum Beispiel hier, ja, da habe ich ein Close, so mal. Etwas, ja, sehr oft korreliert die Wichtigkeit mit runden Nummern, ja, aus welchem Grund auch immer, ja, das ist, es gibt Sachen, die nicht so leicht zu verstehen sind, ja, aus welchem Grund auch immer, also die Menschen hängen an runden Nummern, ja, also, sie sehen auch hier 1,33, ja, hat sich da auch was getan, ja, also sie sehen, hier zum Beispiel, wo die Maus ist gerade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berührungen, ja, innerhalb von, was weiß ich, ja, also relativ kurze Zeit. Also, dann wieder nach unten, also die Bären haben hier mal sozusagen Oberhand, ja, und da sind wir wieder zurück, kräftig durch, ja, aber sonst umso kräftiger wieder zurück und dann wieder mal. 1, 2, 3, 4, 5, beim sechsten Mal ist es einfach, oder beim fünften Mal ist es gelungen, diese Level von 1,33 durchzubrechen. Und Sie sehen wieder mal das gleiche Spiel, was wir schon bei 1,30 gesehen haben. Ja? Also die Resistanz, also wurde einfach zum Support. Ja? Und Sie sehen mal einen unglaublichen, also bullischen Lauf bis nach oben, ja? Und einen schönen Weg von, was weiß ich, über 1000 Pips nach oben. Ja? So. Also so läuft das dann. Also wir machen weiter, dass wir uns nicht verzetteln. So, und jetzt mal vielleicht noch hier, ja. Ich kann das vielleicht an den zwei ganz links anpassen. Ja, und das wird bald reichen, ja. So, also jetzt wieder mal Zoom auf Daily, ja. Und einfach mal die Linien ein bisschen zu verfeinern, ja, um zu sehen, ich da das vergrößern. Ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen oder nicht, also bei der Auflösung auf der Homepage, ja. Aber Sie können dann hier zum Beispiel ja ganz fein an diesen Spike angehen, zum Beispiel, ja, oder irgendwo. Also es ist nie auf dem Bild, ja, oft sind das Ranges, ja, oft finden Sie einfach Bereiche in einem Ausmaß von 20 Pips und das betrachte ich als eine Levelphase, also als ein Niveau, ja. So. Also noch einmal. Vielleicht
hier sehe ich auch noch etwas, was ich übersehen habe. Ja, das, da kann ich mal auch was dazu tun. Ja. Das Wichtige, 32 etwas verfeinern. So, das habe ich vielleicht genommen. Das wollte ich, das wollte ich. So, 32. So. So gut. Vielleicht noch hier etwas. Noch was dazu machen, ja. So, und wieder eigentlich das gleiche Spiel, ja. Wenn wir jetzt mal auf 4 Stunden runtergehen, ich würde das vielleicht mal wieder verkleinern, dass Sie eigentlich das ganze Bild haben. Also hier bietet sich auch noch was an. Auf alle Fälle hier möchte ich noch was dazu machen. So, vielleicht, ja, da ist auch etwas. So, mit einem 33 eigentlich, ich glaube, es ist einmal hier verzogen. So, okay, so. Und was wird jetzt passieren, ja? Also wenn Sie Pound-Dollar handeln möchten. Also wir sind eindeutig bullish. Diese Kerze ist ein Doji, fast, ja. Also unentschieden, wird nach oben, wird nach unten gehen. Aber hier tut sich was, ja. 1,30 wird ganz gewaltig, ja. Also eine Frage wieder, funktioniert Levels auch auf 5 Minuten Timeframes? Selbstverständlich. Also Sie müssen das nur ganze dann sozusagen nach unten zoomen, ja. Also hier, wenn ich mal auf Daily und 4 Stunden arbeite, also pardon, wenn ich auch wöchentlich und täglich arbeite, dann habe ich mal sozusagen einen Bereich für das Trading auf einen Stundengraph oder 4-Stunden-Graph. Also das Gleiche, wenn Sie das mal umschalten, also wenn Sie mit 4 Stunden und mit einem einstündigen Chart arbeiten, dann haben Sie eine Plattform für M30 oder M15. Es ist das Gleiche. Ja? Es ist nur so, dass natürlich also diese Kurzzeitgeschichten sind natürlich mehr beweglich, mehr volatil, ja. Da müssen Sie halt aufpassen. Aber grundsätzlich eigentlich gilt das Ganze von oben nach unten, ja. Es gibt dann eigentlich kein Limit, ja. Ich habe mir das nur so mal aufgenommen, weil das nämlich mehr aussagekräftig ist. Also ein höherer Timeframe ist immer sozusagen mehr deutlich, ja. Weil es sind immer wichtig, also sozusagen, also ein Tagesabschluss, ja. Ein Daily Close, ja. Es ist immer ein ziemlich wichtiger Level. Und dann sehe ich natürlich am besten auf Daily, ja, natürlich, ja. Eine Preisstruktur, wo ich dann mal 5 Tageskerzen habe, ja, das ist dann eine Woche, ja, dann wissen Sie, ja, also es ist dann mehr aussagekräftig, ich sehe dann mehr sozusagen den Trend. Also, aber auf alle Fälle, diese Sache gilt auch, ja. Also die ganzen, also es gibt viele Trading-Strategien, die einfach so arbeiten, dass sie immer um Zeit, richtungweisend für Sie ist immer sozusagen ein Zeitraster um 2 Ebenen höher. Ja? Das heißt, wenn Sie zum Beispiel 5 Minuten traden, dann können Sie einfach mal sich an 30 Minuten oder 50 oder 15 Minuten halten. Ja? Und wenn das immer mal die Richtung hält, ja, dann ist okay, dann sind Sie im Trend. Ja? Falls Sie natürlich ein Trend-Trader sind, vielleicht sind Sie eben mal ein Reversal-Trader, ja? Wie auch immer. Ja? Also das ist, wie gesagt, also die Strategien, das Timing und überhaupt also mal die ganze Geschichte rund um Entries, ja, um Einstiege, ist eine ganz subjektive Sache. Das kann man nicht so pauschalisieren. Ja. Es gibt Leute, die einfach mal unter 4 Stunden sich nichts ansehen. Ja, das sind Swing-Trader, ja, die rührt eine 50-Pips-Bewegung überhaupt nicht. Ja. Die warten wirklich auch mal auf die richtigen Swings von mehreren 100 Pips. Und sie haben einfach die Geduld, ja, es dauert, ja. Und so ist natürlich auch Stop-Loss angepasst und das Risiko. Es gibt aber Scalper, die einfach innerhalb von Sekunden einfach das knallen und die schießen auf alles, was sich bewegt, ja. Das liegt ganz bei Ihnen. Aber immer irgendwie, also wenn Sie das sozusagen zoomen und oder so nach unten bewegen, nach oben bewegen, ist die Logik die gleiche, ja. Sie können natürlich sich das auch mal ausprobieren, ja. Es ist überhaupt kein Problem, wenn Sie sowas dann auch eben für Ihr Paar zeichnen. Ich spreche hier über Forex, ja. Also vielleicht handeln Sie mit
oder mit Euro Yen oder was weiß ich, mit Pound, Aussie oder irgend sowas, wie auch immer. Also es ist, die Chart ist die Chart und die Aussage ist immer die gleiche, wenn Sie das mal so analytisch ansehen. So, also machen wir weiter, dass wir mal diesen Beispiel durchmachen und dann schauen wir uns an, wie man das dann sozusagen praktisch verarbeiten kann, vielleicht mit Ihrer Schablone. Ja? Aber das ist natürlich, wie gesagt, das sind noch, das, was ich hier zeichne, ja, sind noch eigentlich keine so richtigen Hinweise, wie man einsteigt. Ja? Es ist nur ein Hilfsmittel, ja, bedenken Sie das bitte so, ja, das, dort, wo ich vielleicht dann spekuliert habe, wie es halt gehen kann und so weiter, natürlich, das ist mal eine ganz legitime Überlegung, aber natürlich, also Ihre Indikatoren oder vielleicht arbeiten Sie mit Moving Averages oder mit harmonischen Mustern oder wie auch immer, das soll diese Überlegung noch bestätigen, ja. So, also wie machen wir dann weiter mit dem Pound Dollar? So, was finden wir hier noch? Sicher noch etwas, ja. So, zeichnen, Ctrl-C, also C, Ctrl-Taste, ja. Und hier sehe ich noch was Schönes, ja. So, und wie Sie sehen, ja, also es wird dann ein umkämpfter Bereich, ja. Sie sehen hier auch zum Beispiel, dass in dieser Range zwischen, was weiß ich, zwischen 30 und 30, also, das sind knappe 20, 25 Pips, ja. Dass sich hier etwas abspielt, sehen Sie ja, also wenn Sie hier links sehen, ja, durch, abgeschlagen, aber gehalten durch 33, abgeschlagen durch 33 und das gleiche Spiel hier ungefähr, ja. Und wir nähern uns den Bereich wieder, ja. Das heißt, das können Sie mal sozusagen, wenn Sie zum Beispiel, was weiß ich, vor einem Rechteck, ja, Sie können sich das mal als einen Bereich, als eine Zone aufzeichnen, ja, in Ihrer Chart, ja. Das ist immer wichtig, ja. Also es ist, wie ich schon erwähnt habe, es ist nie auf dem Pip, ja, sozusagen, dass man sagt, also 3,30 ist okay, 3,3005 ist nicht mehr okay, na, das ist nicht so, es ist immer ein Bereich, ja, kommt drauf an, wie weit ist der, ja, aber solange sich der Preis, also wäre mal sozusagen die Moral der Geschichte, solange sich der Preis in dieser Zone bewegt, hat das keinen Sinn, wenn irgendein Trade einzusteigen, ja? Weil Sie sehen, ja, also Weihnachtsbaum, ja, blau, grün oder wie Ihre Farben sind, ja, und erst hier mal durch, ja, und also dieser Durchbruch wäre für mich erst auf einem niedrigen Zeitraum ein Signal dafür, über ein, zum Beispiel ein Buy, ja, also sozusagen nach oben, ja, also, und jetzt werden wir mal sehen, also es wird so sicher die sozusagen die entscheiden in den kommenden Tagen, was mit Pound Dollar passiert hier. Ja? Das heißt, bricht er mal weiter, dann ja, gibt es vielleicht hier ein bisschen was. Ja, also wenn Sie sehen, vielleicht können wir mal noch eine Linie hier aufbauen. So ist das vielleicht hier, ja, oder gleich bei diesen Spikes hier, ja, da sind wir, was weiß ich, weitere, was weiß ich wie viel, ja, 20 bis weiter. Aber dann gibt es schon eine Lehre, ja, da sehe ich ja 60, 70 Pips, ja, und sowas geht so weiter. Also, wie gesagt, also diese Überlegung sagt jetzt Ihnen, oder diese Grafik sagt Ihnen, gut, also wenn ich mal diesen Part reden möchte, dann muss ich mal schauen, was hier am Montag passiert, ja. Wird er abspringen und wird er zurücksausen, ja, sehe ich hier vielleicht eine absteigende Struktur, sehe ich vielleicht ein Channel, ja. Also, wie gesagt, diese horizontale Grafierung, ja, sagen wir, ja, ist vielleicht eine Basis für eine weitere Überlegung. Sie können natürlich dann so richtige Trendlines. Trendlines sind nicht das Thema von dem heutigen Webinar, ja. Aber vielleicht sehen Sie hier etwas, ja, sehen, vielleicht können wir hier mal etwas aufzeichnen, ja, wo ich sehe, ja, das ist nicht nur horizontal, aber es ist mal so schräg, ja. Und vielleicht in diesem Channel werde ich mich hier mal bewegen, ja. Ganz einfach irgendwie so oder so in einem niedrigen Rahmen, ja. Und da kann ich zum Beispiel, wenn ich auf 4 Stunden bleibe, kann ich mal schon mal die Überlegung bauen, okay, vielleicht geht das mal so, ja, und dann wieder mal so, ja, und so weiter, ja. Könnte sein. Auf alle Fälle, ich weiß, rund um 1,30 ist es heiß, ja. Ich muss aufpassen, ja, dass ich dann nicht, also unüberlegend in diesen Downtrend einsteige, weil ich
kann natürlich dann sozusagen auf der Schnauze landen, ja. Das könnte dann ganz schnell nach unten gehen, ja. So, also so ist das. So, also, gibt es Fragen vielleicht noch, dass ich sie nur beantworten kann? Wir haben noch 15 Minuten Zeit, also gerne beantworte ich. In der Zwischenzeit bereite ich mir mal sozusagen eine mögliche Arbeitsplattform, ja, wo Sie einfach diese Arbeit, die wir jetzt geleistet haben, wie Sie das eigentlich praktisch in Ihre MTF4-Plattform irgendwie aufarbeiten können, auswerten können. Es kommt darauf an, wie viel Paare Sie gleichzeitig reden, also wie Sie das mal greifen. Ja. Man kann diese Levels, und das ist einfach eine ganz gute Möglichkeit, sich einfach mal eine separate MT4-Installation irgendwo aufbewahren, wo Sie diese Sachen einfach immer wieder erfrischen und an denen Sie sich dann aushalten, wenn Sie Ihren Schlachtplan für die kommende Woche machen. Ich kenne Leute, die 20 Paare gleichzeitig überwachen. Ja. Mein erster Lehrer, also der fabelhafte Michael Storm, der war unglaublich. Der hat, was weiß ich, 6 oder 9 Monitore und auf jedem hat er vielleicht 9 Charts und der springt von der türkischen Lira bis zu dem südafrikanischen Rand und er schafft es einfach, ja, als Scalper unglaublich viel auf einmal zu überwachen. Ja. Er ist erfolgreich, ist ein reicher Mann und ganz lieber Kerl. Ja, aber es gibt Leute, die zum Beispiel nur DAX handeln, ja, und sind auch okay. Ja. Das heißt, es ist ganz nach ihrem Geschmack. Also vielleicht schießen sie nach allem, was sie bewegt. Vielleicht haben sie ein Lieblingspaar, wenn sie gut lesen können und wenn sie dann gerne dann verarbeiten und bei denen sie bleiben. Ja. Wieder eine Frage, also ich habe hier kam eine Frage, ob Ebenen und Trendlines miteinander zu tun haben. Selbstverständlich, ganz klar und deutlich. Ja. Das heißt, Sie sehen, also, was weiß ich, wo auch immer Sie sehen, zum Beispiel bei diesem aktuellen Chart, ja, ich habe nur vorausgeschickt, dass die Trendlines einfach nicht ein Thema für dieses Webinar ist. Das wäre zu weit. Ja. Vielleicht können wir das beim nächsten Mal schauen, gerne. Ja. Also falls sich die FDMO entscheidet, dass ihre Trendlines. Also Sie sehen zum Beispiel hier eindeutig eine schöne Trendline nach oben. Ja. Und Sie sehen auch, wie sie hier einfach umgekämpft war, ja, auch an sozusagen an dieser Ebene. Sie sehen immer wieder, diese Trendline hat gehalten. Ja. Es ist immer ein Close ist wichtig. Ja. Also zwar ein Schwänzchen nach unten, ja, sozusagen, ja, also Spike. Ein Piercing war, aber wieder und kräftig nach oben und wieder und weit entfernt. Und der Ziel, Durchbruch oben, 1, 2, 3, 4. Beim 5. Versuch ist die Trendline einfach durchgebrochen, diese Schräge. Und gleichzeitig war das auf dem Level 1.175. Ja. Das heißt, das Bild wird komplett, wenn Sie sich das mal einfach so zusammenzeichnen. Ja. Eindeutig. Also Sie können auch ruhig mal sozusagen das als ein Tagebuch, ja, irgendwo halt in einer separaten Installation von MT4 und wo Sie immer wieder mal 2 Monitore schauen oder zwei Installationen gleichzeitig überwachen. Oder Sie können auch ruhig zum Beispiel bei Euro, wenn Sie sich das mal ansehen, Sie können sozusagen, Sie wissen ja, also Sie können sich Profile absichern, saven, ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine zweite Euro-USD-Chart aufmache, dann kann ich die Charts natürlich also nebeneinander stellen, ja, zum Beispiel vertikale Kachel, ich habe MT4. Und hier kann ich mal meine Installation auf, was weiß ich, Stunden oder 4 Stunden oder wie auch immer, ja, als Tarif verbreiten. Und in diesem Bereich kann ich mir ruhig, also meine eigene Schablone, die ich gern, was weiß ich, etwas ganz Simples, vielleicht kann ich auch aufhören, ich verwende, was weiß ich, ja, drei Schablonen verschiedene, ja. Also das ist zum Beispiel eine ganz einfache Schablone, ja. Das sehe ich, also relativ einfach, ja. Und Sie können das einfach mal vergleichen, ja. Das heißt, Sie sehen zum Beispiel, ein wichtiger Punkt ist, also
auf meine, wir stellen das alles auch stündlich, ja, dass das übereinstimmt. Ja. Also, Sie sehen hier die Ebene rund um 1.157, ja. Wo habe ich das? 1.157, ja. Ja, hier habe ich das zum Beispiel hier, ja. Das ist knapp unter meiner Linie, aber ich kann natürlich noch, wenn ich das so auf stündlich sehe, ja, dann kann ich ruhig noch eine weiterziehen, ja. Sehen Sie, ja. Nein, das wollte ich nicht mitzählen. So war das so und jetzt war ich das, ja. Also 1.7, ja. Also Sie sehen hier zum Beispiel, ja. Was war das? Es war New York Open zum Beispiel, dieser Level, ja. Ungefähr, ja. Das heißt, ja, an diesem Tag, ja, New York Open, das war am 28.09., ja. Da ist sozusagen ein Retrace vom Euro. Und ganz schön einfach, ja, 50 Pips, ja, und dann. Wir machen dann weiter nach unten, ja. Aber das ist mal sozusagen der Grund. Hier, ich sehe das, es ist einfach so, es ist so, wie es ist. Also ich trade, was ich sehe, ja. An und für sich würde mir das reichen, das, was ich auf der linken Ebene sehe, ja. Aber das ist mal sozusagen eine Bestätigung, ja, wie einfach mal sozusagen die Einflüsse von Sachen wie eben News, ja, oder wenn ein Markt öffnet, ja. Man weiß ja, also um 9 in der Früh London, ja, das ist mehr für europäische Währungen, ja, hat das einen Einfluss. Aber hier ist das gerade gemischt, ja, also Euro versus USD, ja, und Sie sehen also in New York Open am 28. ein Reversal. Aber bis wohin? Nun bis zum London Open, ja, wieder 1,6260, ja, das heißt 1,6260, wo habe ich das hier? Ja? Also hier könnte ich an und für sich auf den stündlichen, weil so weit sind wir nicht nach unten gegangen, ja? Könnte ich das mal aufzeichnen. Sie sehen diese Parallelen, ja. Also wie auch immer Sie zum Beispiel, das ist mal nur sozusagen ein Vorschlag, ja. Sie können sich mal ruhig also Ihre Schablone in einem Fenster unterhalten und in dem anderen können Sie etwas, was Sie gerne haben, ja. Also, wie gesagt, also das ist zum Beispiel eine zweite, die ich für DAX verwende, ja, wo sehr viel mit Fibonacci monatlichen Levels los ist, ja. Und ich sehe hier zum Beispiel auch, ja, rund um 61, was habe ich rund um 61, ja. Also da sind wir stehen geblieben, ja, aber wir werden sehen, was jetzt am Abend passiert ist oder morgen, ja. Aber es ist S1, ja, es ist Support 1 Level zum Beispiel, ja. Hier habe ich Monthly Fibo, ja, also 76,4 zum Beispiel, ja, auf dem Level 1,163 und so weiter. Da habe ich ein Pivot, ja, 1,167. Und ich suche wieder mal die Parallelen, ja. Das heißt, das auf der linken Seite ist meine fundamentale Analyse. Da überlege ich also, was ich sehe, unbeeinflusst von diesen Hilfsmitteln. Und dann kann ich dazu sagen, dann meine Schablone dazu picken, ja, und es ist für mich schon mal ein Hinweis. Ja? Das heißt, konkret an diesem Beispiel, an diesem stündlichen Graph, sehen Sie ganz schön hier Abschlag, ja? Also Durchbruch und eine Trendbestätigung eindeutig, ja? Auf diesem Level 1,164 und wir sausen nach unten. Ja? Eine schöne Bewegung von 80 Pips. Ja? Und das gleiche sehe ich dann auf meinem Chart. Ja? Dieser rote Balken ist eigentlich eine Resistanz. Ja? Also das, was ich mir hier ganz einfach nur so mit meinen eigenen Augen angesehen habe und festgestellt habe und aufgezeichnet habe, bestätige hier zum Beispiel diese meine Schablone, wo ich Resistanz und ich zahle nach unten. Und was ist das Grüne? Das Grüne ist eben mal wieder Support. Ja? Das heißt, aber bevor Sie mit Fibo und mit diesen ganzen Sachen anfangen oder was auch immer Sie gerne haben, ja, das liegt Ihnen ganz frei, dann sollten Sie sich mal sozusagen eine leere Leinwand ansehen, ja? Wo Sie sich mit der ganzen Struktur anvertraut machen, wo Sie sehen, was eigentlich schön passiert ist. Ja? Ja, also es ist so schön lesbar eigentlich. Ja? Ich kenne Leute, die einfach nur ganz nackt, also Price-Action traden. Ja? Und das funktioniert auch. Ja? Ich kenne natürlich Leute, die einfach mal wirklich also gewaltige Hilfsmittel haben. Ja? Wie auch immer, die Schablonen können dann für einen anderen Menschen kann lesbar sein. Ja. Ich habe hier zum Beispiel eine, ja, ich weiß nicht, das ist so, das verwende ich für das 5-Minuten-Traden, ja,
Vielleicht ist das für jemanden auch zu viel, ja. Aber ich habe hier mal diese Levels, die für mich wichtig sind, ja. Zum Beispiel Yesterday Close, New York Close und so weiter, New York Open, London Open und so weiter. Da habe ich Indikatoren, die mir einfach zeigen, was und wann was passiert ist. Und ich weiß zum Beispiel ganz gut, dass zum Beispiel Daily Close eine wichtige Ebene ist, ja. Ah, mein Lehrer war Michael Storm, also er hat sich auch Robin Hood genannt, ja, und jetzt glaube ich betreibt ein Trading Room, nennen das Forex Assassins oder sowas, also Michael Storm, so wie Sturm auf Deutsch, aber auf Deutsch ist das Storm, Michael Storm, ja, das ist wirklich ein ganz lieber Kerl, ja, also, aber wie gesagt, er ist so multitaskingfähig, dass ich fast mal überlege, ob er nicht eine Frau ist, ja, weil das kann keiner packen, ja. Also wirklich, der schießt das ist so wie auf den Wilden Westen, also wirklich 10 Trades auf einmal. Also ich packe das zum Beispiel nicht, ja. Also ich habe ihn lieb, aber sein Konzept passt einfach nur zusammen, wenn er das macht, so wie er das macht, ja. Also er macht eh mal auf Reversal und so weiter und es ist ganz interessant, der Mensch. Sie finden ihn sicher auf Twitter oder irgendwo auf Internet, kein Problem, ja. Das ist einer der Menschen, den ich sehr schätze, ja. Aber wie gesagt, also, ich kann seinen Stil nicht kopieren. Ich kann es einfach nicht packen, wie er das macht, ja. Das heißt, ich glaube, das Motto der ganzen Geschichte ist, ja, Trading ist sicher so also kein Glücksspiel, ja, da sind alle sicher, die hier sitzen, ja. Es ist einfach eine Arbeit, manchmal mühsam, manchmal einfach öde, ja, aber manchmal ganz aufregend, ja. Und auf der anderen Seite der Waage ist einfach mal eine Freiheit, ja. Also es lässt sich machen, wenn Sie Disziplin haben, wenn Sie wirklich Geduld haben, dann können Sie das wirklich zu Ihrem Lebensunterhalt machen, vielleicht mit Hilfe von FTMO.com, ja, wo Sie einfach mit Other People Money arbeiten oder mit eigenem Kapital, wie auch immer, ja. Vielleicht ist das nicht für immer, ja. Vielleicht ist das nur eine Periode in Ihrem Leben, wo Sie sich mit Trading beschäftigen, ja, ganz gut. Sie überwinden Karenzurlaub, Studium oder wie auch immer, Pension, dann ja, auf die alten Tage. Ich kenne exzellente Trader, die mit 60 angefangen haben, ja. Und mit 62 kann ich nur schauen, wie die arbeiten, ja. Das heißt, es gibt keine Limits einfach hier, ja. Und wie gesagt, also man soll einfach unbeeinflusst von den ganzen Technik, ja, von den ganzen Sachen, die hier mir vielleicht helfen, dies oder jenes zu verstehen, ja, sich mal das leere Bild, ja, die leere Leinwand ansehen, die einfache Kerzenformationen, die sich dort mal aufzeichnen, und man soll versuchen, sich zu verstehen, ja, weil das ist die Basis, wo sie dann auch im ersten Blick, also sie bauen sich dann einen Instinkt auf, mit dem sie dann ganz gut auskommen. So, meine Lieben, also die Stunde ist um. Ich bitte um Ihre Fragen. Falls Sie noch Fragen haben, beantworte ich sie gern. Falls Sie keine Fragen haben, dann können Sie sich mal vielleicht mal auch mal, ich schalte mir mal auf die Präsentation um. Ja, und es wird alles aufgezeichnet natürlich. Ja? Also auf die Homepage von ftmo.com finden Sie dann mal die Aufzeichnung. Sie können sie das noch mal durchgehen, wenn Ihnen etwas nicht klar ist. Und Sie können auch gerne dann die E-Mail verwenden, die Sie sehen, jaroslav.ftmo.com oder Skype Jaroslav. Wir können ruhig weiter plaudern über alles Mögliche. Und vielleicht sehen wir uns mal in der Zukunft, wo wir dann über Trendlines reden oder welches auch immer das Thema für Sie interessant sein könnte. So, also ich bitte noch einmal um Ihre Fragen. Und falls keine Fragen kommen, also die Frage ist, ob ich für FTMO handle. Ja, auch ich handle auch für FTMO.com. Ja. Wie gesagt, also bei FTMO.com, es tut überhaupt nicht weh, wenn Sie einfach mal diese Herausforderung, die frei ist, ja, also 14-tägig, ja, das ist eigentlich meiner Meinung nach ein ganz guter Anfang, ja. Wenn Sie sich mal das mal anklicken, ja, dann haben Sie einfach 2 Wochen Zeit, Ihre Strategie irgendwie zu probieren, ob sie mal sozusagen die richtige ist, ja, für FTMO.com. Weil wir sagen zwar, also es gibt einfach keine Limits, keine Beschränkung, punkto Positionsgröße und so weiter,
Aber es gibt bestimmte Regeln, die einzuhalten werden müssen. Ja? Und die eine ist der maximale Tagesverlust, der darf nicht 5% übersteigen, und dann maximale Gesamtverlust. Ja? Also diese Sachen dürfen nicht überschritten werden. Also das ist etwas, wo einfach die Eisenbahn rüberfährt und dann ist das Spiel zu Ende. Das heißt, es kostet nichts. Sie können sich ruhig, falls Sie das interessieren, dieses Businessmodell, probieren Sie sich das aus. Und wenn Sie einfach sicher sind, dass Ihre Strategie unseren Anforderungen entspricht, dann geht's los. Probieren Sie es einfach, ja. So, also noch einmal, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann werde ich mich mal verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas gebracht. Nochmal. Wie lange handeln Sie für FDMO? Wie hoch ist Ihr Volumen? Wie viele Trades machen Sie pro Woche? Wie viel Profit erwirtschaften Sie pro Woche? Sind Sie Daytrader? Also, es sind viele Fragen auf einmal. Also mit FDMO bin ich relativ neu. Also, ich bin seit 2, 3 Monaten für Sie. Also, wie viele Trades pro Woche? Also, ich bin eigentlich ein Daytrader. Ja. Ich bin eher für Scalping. Also, es sind mehrere Trades am Tag zum Beispiel, ungefähr. Ja. Also, ich arbeite mit einem Lot, ja, also mit einem 50.000 USD-Konto, und ich bin eigentlich froh, wenn ich mal 10% im Monat stabil halten kann, dann ist es okay, ja. Ich glaube, es ist dann eine gute Leistung. Mach mal mehr, mach mal weniger. Okay, schönen Abend nach Marabella, ja. Ich hoffe, das Wetter ist schön dort. Okay, also machen Sie es gut. Okay, meine Lieben, also die Session ist zu Ende. Wie gesagt, also es ist aufgezeichnet. Sie können das ruhig nachher mal anschauen, pardon. Sie können auch ruhig mal schreiben oder über Skype. Sie können mich kontaktieren und können dann weiter plaudern, ja. Okay, schönen Abend. Papa, ciao.